So, Bellyback wird fertig montiert. Normalerweise gingen die leicht rein, aber bei den gewölbten Zellen, was sind die, warum gingen die Pedeln so schweine? Ist ja wurscht. Haben wir einen Hammer? Geht schon! Ich glaube, das ist das ideale Gehäuse für die Batterien. Wenn ich immer die Brillen komplett mit dem Messer habe, haben wir die ausgemessen für die anderen Zellen. Dann muss das bei gewölbten Zellen ja auch gut sein, denke ich mal. Kann man es zurückdrücken, die Scheiße. So. Aber blöd ist natürlich schon, wenn dann irgendwann mal durch den Überdruck der Oma da alles rauskommt. Scheiße. Eigentlich brauchst du nur eine Haube, ja? Und mit einem Loch oben drin und Abluftschlauch nach außen. Das wäre ideal. Genau. So. Tun noch ein bisschen mehr. Da, wie mit den Chinesen singt. Da ist schon klar, oder? Dass das kaputt geht. Ja. Das ist perfekt. Perfekt. Ja. Das tun wir dann laden. Jetzt muss ich aber das Jack-Handle zusammenlöten. Da habe ich zwei Mosfets, also die Mosfets, wo ich bestellt habe, die dauern ja nur 2 Wochen. Aber ich habe ja da vom Georg nur so als Dali. Und diese Mosfets, wo da drin sind, die haben zwar ein bisschen überfordert, aber ich tue ja nicht so viel Power drauf machen. Eigentlich hätte es ja normal eh nicht kaputt gehen dürfen. Aber die zwei Mosfets haben ähnliche Werte. Oder die Mosfets von dem Dali 80 Ampere wie die vom 200 Ampere CK. Also das vom CK hat 139 Ampere und das vom Dali hat auch 120 Ampere. Und die anderen Werte mit dem Milliohm und Klump und zeigen Kapazität, ist eigentlich alles fast das gleiche. Also werde ich das CK mal kurz richten und dann kann ich morgen die Batterie aufladen. Genau. Aber da sehe ich gerade noch so wieder schief. Aha, muss ich da noch rein?